Namen, da sind wir wieder in Ghost of Tsushima mit Jin Sakai. Ja, ich habe ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe alles aufgenommen und alles aufgenommen. Ich habe da, ich kann das mal. Ach, ich könnte auf das Saufwort her. Ja. Schon wieder das Kabelmanagement in Unordnung gebracht. Sag mal, gibt es das jetzt? Ja, ich habe also einige Videos schon aufgenommen in den letzten Tagen und ich komme halt nicht immer gleich dazu, das zu sichten. Und wollte ich da eins rendern? Das da, der Goldene Tempel, das hat noch geklappt. Haben wir uns ein bisschen was eingedeckt, aber alles andere. So ziemlich alles andere ist weg gewesen. Anton, ich habe mich noch gewundert, was? 9 Kilobyte ist die Tondatei? Das kann nicht sein. Tatsächlich. Ich habe die Verbindungen überprüft. Kann mir das nicht erklären. Dann habe ich halt mal nachgedacht. Das mache ich selten. Aber wenn, dann brauche ich halt da, weil. Und dann ist man. Ich habe ja das Update gehabt auf Windows 10 2004 oder 2004. Und seitdem schläft nicht alles so rund, muss ich feststellen. Und da habe ich gedacht, jetzt guck schon mal in die Soundeinstellungen. Mikrofon ist da. Aber es zeigt nichts an. Ah, auf einmal sehe ich halt. Eingestellt ist aber das Mikrofon von der Webcam. Denke ich, ne? Habe ich nicht eingestellt. Das ist ja abgeschaltet. Ja, Mensch, mal dann, wenn überhaupt keine Ahnung ist, dann muss ich einfach suchen. Nochmal versucht, logisch. In der Gerätemanager, alles einwandfrei. Alles erkennt, wirklich keine Probleme. Bis ich dann da drauf gekommen bin. Jetzt weiß ich nicht, habe ich das selber gemacht oder war das das Update in der App-Einstellungen, war das Mikrofon, also dass Apps aufs Mikrofon zugreifen können, das war ausgeschaltet. Da habe ich es ausgeschaltet und ich ziehe da, wir haben ja dann so einen Tester, wo man also bietet ja Windows an und geht wieder, habe ich eine Testaufnahme gemacht, geht jetzt wieder, ne? Jetzt habe ich mal so ein paar Augen geguckt von deiner Aufnahme. Gerade Himmelschlag. Finde ich das jetzt noch einmal auf Anhieb? Schigenores Ruhestätte, ja. Weiß ich nicht. Also das erste Video, ich habe das auf drei Videos aufgeteilt, drei oder vier. Und war doch ziemlich umfangreich, finde ich jetzt. Ne? Nicht so lang wird. Wird es vielleicht auch eine Stunde gegangen oder anderthalb, ich weiß es nicht. Und das erste Video hat überhaupt keinen Ton. Ich glaube, das zweite auch nicht, das dritte hat dann, wenn ich ins Ingame, vielleicht kann ich das dann ein bisschen nachkommentieren, aber auf der anderen Seite. Ja, ich weiß es nicht, ja. Es ist so ärgerlich. Ja, gut, ich will kurz nur zeigen, was ich alles, oder auch nicht. Das haben wir, an den Bambusständer habe ich ein paar aufgesucht, jo. Tempel haben wir gemacht. Das Dojo, das glaube ich, habe ich auch schon hochgeladen, wenn ich das weiß. Das war klar. Das da. Komoda, was habe ich denn da gemacht? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die Geschichte mit Masako. Das habe ich so weit vorangebracht, dass er sich dann wieder verdrückt hat. Ishii habe ich, also habe ich aber, glaube ich, auch schon hochgeladen. Theoretisch. Das Gebiet ist zwar jetzt nicht durch, aber wir müssen ja ein bisschen weiterkommen. Da war ich zwar auch schon, mich ein bisschen umgeschaut, aber wie man sieht, es ist immer noch mongolisches Gebiet, was da jetzt noch auf mich zukäme, wäre mir jetzt ein Rätsel. Und dann ging es dann eigentlich da weiter. Normalerweise, oder nicht? Doch, was haben wir noch? Der Wert von Sake. Für Tsushima. In Asamo gibt es also noch ein paar Quests. Ich kann ja mal gucken. Blut im Gras habe ich noch. Der gebrochene Schmied. Das könnte ich ja auch mal vorantreiben. Was Masako wurde zu Pferd auf dem Schlachtfeld am Strand von Komoda gesehen. Ein Ort, mit dem wir beide noch nicht abgeschlossen haben. Ich werde versuchen, sie zu finden.
Mensch, wenn du aber so viel verzettelst, wärst du noch dabei geblieben erst. Jeansreise. Jonas Bruder, den Schmied. Da müssen wir dann halt. Jonas Bruder, den Schmied. Ja, hallo, das könnte ich doch aber auch. Aha, was macht dann jetzt? Das habe ich jetzt gar nicht. Das war jetzt versehentlich, dass ich das gemacht habe. Das könnte man vielleicht jetzt machen. Warte, wo das jetzt wieder ist. Ach du Scheiße, Freunde, da bin ich ja dreiviertel Jahr unterwegs. Die Steinbogenkreuzung, mongolisches Gebiet. Ne, halt, da müssen wir sogar noch. Da, da. Wieso komme ich jetzt auf die. Das liegt halt auf dem Weg. Ho, da kann man nirgends hinreisen. Da müssen wir mit dem Pferd. Mal gucken, wie weit ist das? 2 Kilometer, es geht aber. Hierher! Alla, hopp, komm. Dann nichtsdestotrotz. Brave Herr. Oh, das ist gefährlich. Jetzt muss ich bloß wissen, wo der Wind hier weht, wieder. Was ist da nuff? Das kann doch nicht sein, Freunde. Das muss doch ein Weg hier gehen. Achtung, Karte nochmal auf. Nee. Tatsächlich? Wir sind über den Berg. Okay, mal gucken. Ob wir da irgendwie hochkommen. 2 Kilometer. Ach Gott, leider sind wir in 1,9. Wenn nicht so viel auf dem Weg liegt. Trifft Juna im Haus der ja. Da. Vielleicht liegen da noch ein paar Blumen auf dem Weg. Was liegt denn da über? Ach Scheiße, lass dich doch nicht ablenken dauern. Was ist denn das? Wieso gibt es in dem Spiel kein Fernglas? Oh. Okay. Ich hab verstanden. Ach. Was ist denn jetzt wieder? So, los jetzt, Nobu. Kann ich auf dem Pferd aus? Hindwen! In Schimbacke! Noch einer da, hopp! Dann mache ich das falsch. Ich hab 2 Technikpunkte. Wieso kriege ich denn jetzt auf einmal 2? Geht's euch gut? Ja. Gut, ich könnte gucken, ob ich noch Spielstände da habe. Wenn ich sie nicht überschritten hätte, könnte ich das irgendwie vielleicht ein bisschen zusammenschneiden oder was? Ja, aber jetzt kommt ja noch genug, oder? Ja, ich weiß es noch nicht. Es ist deprimierend, sowas. Ich komme mich beim Besten. Will ja nicht erinnern, die Apps ausgeschaltet zu haben. Wo geht man hier jetzt? Guck noch einmal. Bevor wir da. Hier. Lass dich nicht aufhalten. Nee, oder? Ah, das ist ein Bär. Warte mal, ich brauche ein paar Fälle. Ich war bis der die abgemurkst hat. Aber ich fahre 6 Stück. Er lebt ja alles noch. Wow! Scheiße, ja, ich hab. Jetzt habe ich 3 Pfeile verbraucht. Normalerweise einen Kopfschuss und die Sache wäre erledigt gewesen. Müssen wir Pferd wieder. Er lauft doch nicht immer dafür. Mensch, bin ich dich noch irgendwo?
Aber haben die was dabei gehabt? Ne, dass die Pfeile dabei gehabt haben. Das wär's. Flotter Nobu! Warte mal, Moment. Die müssen ja irgendwo im Gras rumliegen. Hä? Lebt da noch einer, oder? Auch Vorräder, oder? Der lebt, ne? Warte mal, Alter, das geht nicht so. Abgemurks, etwa. Ja, da wäre zu Hause verhungern. Hundertprozentig. Nee, oder? Du kommst nicht weiter, die... Zieht eure Klingen! Klingt eure Ziegen! Klingt eure Ziegen, wie war das jetzt? Kreis? Ah ja. Doch nicht Kreis. Herr Sturz? Scheiß mit ihrer scheiß Speere da. Warte mal auf jetzt! Warte mal, Alter. Jetzt machen wir auch noch schnell. Da alles gefallen, lose Muscht her. Schwarzpulverbombe baue ich. Ja. Schließt du dich uns an, getreuer? Oder nicht? Da, wir kommen da nicht hin, das weiß ich ganz genau. Schaffen wir nicht, wenn wir da. Oh! Wenn die noch die Blume einsammeln und jeden einzelnen Hof durchsuchen. Schaffen wir das nicht bis dorthin. Wenn ich mal Pferd nicht finde, sowieso nicht. Das muss ich gerade noch mal googeln. Kreis und Dreieck. Kreis und Viereck. So. Zeitschritt. Es geht schon bei nur. Ist doch Kreis. Ja. Ach, nee, ja. Ist denn jetzt mal Pferd? Pferd! Der heißt nicht Pferd, der heißt Nobu. No, Pferd ist ein anderer. Ich lasse die Hütte jetzt auf der anderen Seite, wenn ich die Hütte jetzt nebelige los, links, also praktisch links oder dann finde ich die vielleicht nie mehr. Ach, 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 ach. Pfeile. Oh, gut, gut. Ach, das ist eine gute Idee, da herzugehen. Allein schon wegen der Pfeile. Es ist zwar jetzt nicht so viel. 4 Stück, das kannst du vergessen. Aber mal, komm, wir gehen kurz rein. Liegt noch was rum. Sie vergessen, bevor sie geflohen sind. Eine aufmerksame Blicke. Da ist zum Beispiel was, ne? Ne, das ist nichts. Kunai. Oh, ich habe Kunai. Ich habe vorhin versehentlich weggeworfen. Da kommt der nicht noch in das Heidel. Ach, da ist doch die Tür. Gähnende Leere.
Geht nicht. Alla, gut, dann nicht. Komm, Alla, dann bleiben wir nicht länger hier. Sondern schnappen unser edles Ross, steigen ihn auf und brechen los. Nochmal den Wind befrage. Noch 1,4 Kilometer bis Süd-Arizona. Tatsächlich. Das Wasser. Was war denn das? Präfektur Asamo. Und schon ist er über einen unentdeckten Ort. Jawohl, ich kenne da mal unentdeckte Orte. Da gehen wir hier jetzt fertig. Nützt ja nichts. Ich schaffe das eh nicht in. Brauche ich 3 Stunden, bis ich dort bin. Aha. Wasser. Oh, mongolisches Gebiet. Oh, apropos. Wasserrauschkreuzung. Weil ich das jetzt gerade hier, das Donner. Ich habe interessant gelesen, halt. Interessantes gelesen. Dass hier also bestätigt wurde. Von Sony, das. Gehen wir weiter. Je nachdem, was man spielt, ob man den Geist spielt oder den ehrenhaften Samurai, das Einfluss aufs, also der Geist, der hinterrücks zuschlägt, dann wird sich das Wetter eher in wolkig, stürmisch wandeln. Und wer den ehrenwerten Weg beschreitet, dann haben wir immer heller Sonnenschein und so. Ne? Das ist jetzt nicht eine Wertung, sondern ich würde sagen, das macht Sinn. Denn es ist ja für einen Assassine nützlicher, wenn es stürmt, regnet oder schneit. Oder schneit jetzt vielleicht nicht, aber blitzt und donnert wie für einen ehrenwerten Krieger. Also so könnte ich mir das erklären. Bin aber nicht sicher, gell? Das sind alles so Sachen, die ich mir da. Sollen wir basteln aus dem Gelesenen. Ich bin ein Was hat er gesagt? Alles ready? War noch einer irgendwo? Oh, es sind wieder Bären unterwegs. Wieder Bären, die haben sich wieder einen Bären eingefangen. Es wurde ihnen ein Bär aufgebunden. An dem unentdeckten Ort. Also jetzt wissen wir ja, wie es heißt. Oh. Oh, Eisen und Leder. Da macht sie alle. Das ist ein Bär, habt ihr den gesehen? Voll Trottel. Oh. Da lebt man gar nicht mehr. Wir sind schon ein bisschen stärker geworden. Moment mal. Das ist der Aufführer wieder. Stahl. Das ist der Bär jetzt. Die Scheiße, der hat den Bär umgebracht. Scheiße, das bringt nichts, so, ja. Jetzt habe ich den Ton runtergedreht. Ich meine, gerade mehr Platz in die Trommelfelder. Ja. Der sucht uns scheinbar. Ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Das wäre übel.
Hä? Doch schon! Ja, das war vielleicht gar nicht gut, dass wir da hochgekrabbelt sind. Nummer 3, jawohl, Nummer 3 lebt. Na? Was ist das, ja? Eins. Ey, Kunayo da dabei. Mein Gott, ne, ja. Wie armselig. Oh, der hat zwei dabei gehabt. Und wieder mit dem Ding rumgeblieben. Was soll das denn da? Die Muni ist dagegen. Wir sind ja mit der Dröte. Ja, kommst du? Ich hätte dich gerne überrascht. Kommt schon aber nicht mehr, ne? Der Angst kriegt er. Ja. Jetzt müsste man aber kriegen. Ach, das war der Anführer, deswegen. Du hast die Windkampfhaltung erlernt. Mach keine Sache. Gewinnt Kampfhaltung. Was ist das für eine? Die Windkampfhaltung ist sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Aha. Was? Taifuntritt? Oh, ach du Scheiße, Freunde. Oh, mein Gott, oh ja. Taifuntritt, R2 gedrückt. So, da muss ich aber in der Kampfhaltung sein, ja klar. Müssten wir mal ausprobieren, oder? Ich habe noch zwei. Ach so, dann muss ich aber erst. Was ist denn das für ein Mond? Gibt es auch noch? Das kann ich aber nur im Dunkeln einsetzen. Komm. Sieht so gut aus, ja. Da fehlt da nicht mehr viel, so würde ich sagen. Dann haben wir. Haben wir die Windkampfhaltung, pass auf, Taifun dreht. Jetzt ist keiner mehr da, ja? Also muss aber noch einer da sein, also der ist ja, hat einen Alarm gegeben, ne? Aha. Ich habe gar nicht, die Kontrolle hat gar nicht vibriert, das ist eine Scheiße von der, siehst du? Vorräte, Haftbombe. Habe ich denn da? Haftbombe habe ich 3. Habe ich nochmal die da, oder? Dann konnte ich auch mal wieder alles sammeln. Au, 8 Pfeile. Krass, ne? Vorräte. Und Eisen. Hoho. Die haben viel versteckt im Lager. Bestimmt Nachschublager. Wieso wird der Typ guckt jetzt da? Also hängt. Ne, hängen tun die anderen. Naja. Oder hat der das jetzt? War der das, wo du geblosen hat? So. Gut, das war jetzt Munition haben wir. Unentdeckter Ort. Pferd wartet noch. Will
ich sagen, gehen wir wieder in die Wanne. Mehr kann man doch jetzt nicht. Also, oh, ne, will ich gar nicht wissen. Ah, das ist so spannend, ja. Wenn es jetzt gerade so dunkel wird wieder. Die Glühbirnen schon sich verteilen. Schon wieder die dappische Maske auf. Warte mal, Moment, ich muss das auch noch wieder aktivieren, gell? Stark. Ach, da ist ja noch ein unentdeckter Ort. Ah, es wird nichts heil. Dann machen wir noch, komm, dann ist aber Schluss jetzt. Mache ich erstmal zu, ist das? Das ist ein Haus. Waren wir da schon drin? Abgebrannt, ziemlich. Na, ich glaube, da liegt nichts. Und jetzt. Ich kann das nicht los, ey. Ich muss da alles mitnehmen, ja. Der weiße Hirsch. Was? Da ist er. Fuchsbau. Aller Hauptsicht. Geht doch. Dann nehmen wir noch. Komm. Lass ihn, den Fuchs. Vier Stück. Da gibt es wieder einen Talismanplatz. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich mache jetzt mal einen Cut. Überleg mal das nochmal, wie ich das am besten deichsel, dass ich zusammenhängendes habe. Vielleicht habe ich auch noch einen Speicherplatz. Nicht überschrieben oder so. Naja. Mal sehen. Okay. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann.